30 Jahre Haus des Bürgers, dies wurde ordentlich gefeiert. Doch der Superstar war verschwunden. So mussten die Moderatoren Jonas und Tobias Leies sowie Laufbursche Andreas versuchen, den Star wieder zu finden. Ob in der Garderobe, im Heizungskeller, auf der Kegelbahn, in der Küche, im Treppenhaus, in der Regie oder auf dem Dach. Nirgendwo war ein Superstar. Mit den Habachtalern, mit Matthias Ritschling, den Rammsteiner Schulen, einem Geschichteerzähler, einem hungrigen Amerikaner, mit Bürgermeister Ralf Heschler, vielen Outtakes und mit den beiden HDP-Chefs wurde der Abend doch noch gerettet. Mehr zum grandiosen Jubiläumsabend demnächst bei Rammstedt TV.